Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße auf das Allerherzlichste den hessischen Datenschutzbeauftragten, Herrn Prof. Ronellenfitsch. Es ist eine große Freude für uns, dass Sie heute wieder bei uns sind. Herzlich willkommen, lieber Herr Prof. Ronellenfitsch. So kann man fast sagen, es gibt zwei Geschenke. Ein Geschenk ist, dass Sie heute bei uns sind. Und das zweite Geschenk gibt es neben den vielen Tagesordnungspunkten, die wir in den nächsten Tagen noch zu beraten haben, als sozusagen als ja, ist Ihnen zugegangen über Ihre Postfächer. Vielleicht haben Sie es auch schon entdeckt, das alljährliche Weihnachtsgeschenk. Und während ja die Ausgabe der Verfassung im letzten Jahr, wenn ich das so sagen darf, vor allem bedeutungsvoll und auch schön war, ist dieses Notizbuch, was Sie hier heute vor sich finden, vor allem schön und praktisch. Nicht bedeutungsvoll und schwer, aber schön und praktisch. Auch das ist ja gut. Es liegt in den Fächern. Sie werden, wenn Sie reinschauen, vieles wiedererkennen, was Sie hier im Landtag sehen können, was derzeit nicht immer nur begehbar und sichtbar ist, weil wir uns in diesen wunderbaren Sanierungs- und Bauarbeiten uns befinden. Aber wir fanden, schwere Kost hatten wir in diesem Jahr zur Genüge. Und deswegen gibt es dieses Jahr leichte Kost. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit und hoffe, dass Sie es dann auch mit guten Gedanken und Ideen füllen können. Und eröffne insoweit die 61. Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Darf mit Blick in den Plenarsaal die Beschlussfähigkeit feststellen. Zur Tagesordnung darf ich Ihnen mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Maske auf statt Schule zu ist alleine kein Konzept. Drucksache 20/4241 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 81 in Kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 76 zu dem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Schutz vor Corona, Drucksache 20/4242, wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 82 in Kann mit Top 74 aufgerufen. Alle sind einverstanden. Ein weiterer von der Fraktion der Freien Demokraten eingereichter und an den Plätzen verteilter dringlicher Antrag hat den Betreff Hessens Innenstädte attraktiv halten, Verödung stoppen. Drucksache 20/4243 wird hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird das der Top 83 und kann mit Top 7 aufgerufen werden. Ich sehe, dass Sie einverstanden sind. Und schließlich ist ebenfalls von der Fraktion der Freien Demokraten ein dringlicher Antrag betreffend Hessen muss sich gegen Einführung der Abgasnorm Euro 7 einsetzen. Eingegangen ist die Drucksache 20/4244. Hier ist die Verteilung an den Plätzen erfolgt, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 84 in Kann mit Top 72 zu dem Thema aufgerufen werden. Alle sind einverstanden. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat in der Sitzung gestern Abend eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung betreffend Staatsvertrag Werra-Kali-Revier, Drucksache 20/3990 abgegeben. Darüber hinaus liegen auch zwei dazugehörende Beschlussempfehlungen des Ausschusses zu einem dringlichen Entschließungsantrag und einem Entschließungsantrag vor. Die Beschlussempfehlungen sind heute Nacht verschickt worden und können am Freitag im Rahmen der zweiten Lesung zusammen mit dem Gesetzentwurf aufgerufen werden und dann am Ende der Plenarsitzung mit dem Gesetzentwurf abgestimmt werden. Wollen wir so verfahren? So machen wir es. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich, wenn alles gut geht, bis ca. 20.30 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen. Die Begrüßung von Herrn Prof. Ronellenfitsch hat schon darauf hingewiesen mit Top 59. Das ist der 48. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und dem zweiten Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit des hessischen Datenschutzbeauftragten. Eine Mittagspause ist heute nicht vorgesehen. Im Anschluss an die heutige Plenarsitzung tagen am Abend der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen im Raum 501a und der Hauptausschuss im Sitzungsraum 510w. Und 30 Minuten nach der Plenarsitzung kommt der Innenausschuss im Plenarsaal zusammen. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass alle zur Abstimmung stehenden Initiativen heute Abend dann, wie besprochen, gebündelt abgestimmt werden.
Auch hinweisen möchte ich auf die Corona-Schnelltestungen, die heute Abend ab 17.30 Uhr im Foyer vor dem Medienraum durchgeführt werden. Und entschuldigt fehlen heute die Kollegin Kaya Kinkel, der Kollege Bijan Kaffenberger, die Kollegin Hartmann, der Kollege Lotz, der Kollege Bolldorf. Gibt es weitere Entschuldigungen? Kollegin Arnold ist entschuldigt, Herr Kollege Bellino. Alles in Ordnung. Ja, und wir können zum Geburtstag gratulieren, allerdings in Abwesenheit dem Kollegen Karl-Hermann Bolldorf. 72 Jahre ist der Kollege Bolldorf geworden. Wir gratulieren. Er ist für diese Woche entschuldigt. Geburtstagswein kann insoweit nicht persönlich ausgehändigt werden. Das wird aber selbstverständlich nachgeholt. Und wir wünschen alles Gute und Gesundheit.